Hallo Kinder! Herzlich willkommen zu unserem aufregenden Abenteuer durch den Weltraum. Heute werden wir uns auf eine Reise zu der Sonne sowie den 8 faszinierenden Planeten unseres Sonnensystems begeben und einiges über den Weltraum erfahren. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Lasst uns nun den Stern unseres Sonnensystems erkunden, die Sonne. Schau mal, das ist unser erster Halt. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Sonnensystems, eine riesige, leuchtende Kugel aus heißem Gas. Wusstet ihr, dass unsere Sonne auch ein Stern ist? Sterne sind leuchtende Sonnen im Weltraum. Jetzt fliegen wir weiter zum Merkur. Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem aus Stein. Er ist auch der sonnennächste Planet, außerdem hat er eine brodelnde Oberfläche und keine Atmosphäre, die ihn vor der Sonnenhitze schützt. Als nächstes besuchen wir die Venus. Sie ist unser Nachbar und ein Planet in unserem Sonnensystem. Die Oberfläche der Venus ist so heiß, dass man dort Eier braten könnte. Venus ist der heißeste Planet. Natürlich dürfen wir unsere Heimat, die Erde, nicht vergessen. Dieser einzigartige Planet ist voller Leben und hat die perfekten Bedingungen für uns Menschen geschaffen. Es ist nicht zu kalt und auch nicht zu warm auf unserem Planeten, dass sich die Natur und all die Lebewesen hervorragend entwickeln können. Und wir sollten auf unseren Heimatplaneten gut aufpassen. Komm, lass uns zum Mars gehen. Der Mars ist oft als der rote Planet bekannt. Vielleicht werden wir eines Tages Menschen zum Mars schicken, um mehr über ihn zu erfahren. Jetzt geht es weiter zu Jupiter. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem und hat sogar einen roten Fleck, den größten Sturm im Weltraum. Schau dir Saturn an. Saturn ist berühmt für seine schönen Ringe aus Eis und Gestein. Sie sind wirklich atemberaubend, oder? Und hier ist Uranus. Er ist ein bisschen anders als die anderen Planeten, denn er liegt auf der Seite. Es ist, als ob er sich im Weltraum umdrehen würde. Unser letzter Halt ist der Neptun. Neptun ist ein eiskalter Planet weit draußen im Sonnensystem. Er ist so weit entfernt, dass es dort wirklich kalt ist. Zusammengefasst beinhaltet unser Sonnensystem unsere Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Vielen Dank, dass ihr mit uns auf diese Reise durch den Weltraum gekommen seid. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert vom Weltraum seid wie wir. Bis zum nächsten Mal, kleine Astronauten. Euer KiddyFunTube Team.